Liebe Handballfreunde, wir sind in der Hölle West und gerade ist, glaube ich, im Hintergrund das Ergebnis ausgeblendet worden, aus Weidener Sicht, Gott sei Dank ausgeblendet aus Bonner Sicht, und der Gast hat immer das erste Wort. 29:33 ist es ausgegangen, Frank. Wie zufrieden bist du mit dem Spiel? Ja, wie zufrieden bin ich? Uns fällt ein Riesenstein vom Herzen, dass wir nach den ersten vier Spielen, die wir jetzt vom Ergebnis her nicht positiv gestalten konnten, heute den ersten Sieg hier landen konnten. Das war ein immens wichtiges Spiel, nicht nur für uns, für beiden genauso. Von daher muss ich ein Riesenkompliment an meine Jungs machen. Wir hatten kein einfaches Auftaktprogramm, das wissen wir. Wir wussten im Vorfeld, dass wir auch mit 0-8 Punkten starten können. Wir hatten eine schwierige Vorbereitung, haben aber gesagt, so jetzt dieses Wochenende nutzen wir als Startschuss, dass für uns die Saison losgeht, und dementsprechend sind wir alle froh, glücklich, aber das war natürlich ein riesen Stück Arbeit, was wir da vor uns hatten. Von daher einfach nur froh, dass wir die zwei Punkte mitnehmen können. Wir gehen nachher noch ein bisschen genauer auf das Spiel ein. Ich frage den Marc auch noch mal, weil logischerweise, Marc, umgekehrt war es, wie der Frank gerade schon sagte, für uns auch ein wichtiges Spiel. Und ja, wir sind jetzt beide mit 2-8, doch beide mit 2-8 Punkten da. Magst du dein Spiel mal analysieren, was du gesehen hast? Es drohte ja in der zweiten Halbzeit, drohte aus Bonner Sicht zu kippen. Ja, erstmal Glückwunsch an Bonn zum Sieg. Der war absolut verdient in der Konstellation, wie es heute gelaufen ist. Ja, in der zweiten Hälfte kommen wir noch gut aus der Halbzeit raus. Also die Boards in der Kabine haben Früchte getragen. Hab auch gedacht, das kippt das Spiel so ein bisschen, aber Bonn hat das weiterhin routiniert gespielt, hat unsere Schwächen in der Abwehr erkannt. Vor allen Dingen über die rechte Angriffsseite konnten sie sehr viele Akzente setzen. Nehmen da leider auch keinen Ball dann weg aus dem Tor in den Situationen. Da sind wir so ein bisschen zu grünschnäbelig in der Abwehr. Lassen einfach dann auch im 1 gegen 1 von Rückraum links von Bullerjan viel zu viele einfache Sachen zu. Da müssen wir viel zu früh helfen. Und dann entstehen die Lücken auf der anderen Seite. Und ja, Bonn wirft halt 33 Tore, wie es halt auch im letzten Spiel auch war. Immer regelmäßig 30 Tore geworfen. Und wir schaffen es einfach nicht, vorne unsere Konstanz abzurufen. Wir haben wieder, ich glaube, 19 Fehlwürfe auf der Statistik stehen. Dazu noch ein paar technische Fehler und Fehlpässe. Und das ist in Summe dann einfach zu viel gegen einen Gegner, der ja, in meinen Augen schon zum oberen Drittel gehört. Und dann kann man so ein Spiel auch nicht positiv für sich gestalten. Frank, was hat dir denn an deiner Mannschaft heute besonders gut gefallen? Also wichtig war für uns erstmal, es ist natürlich ein bisschen Verunsicherung da gewesen. Ja, nochmal, die letzten 4-5 Wochen, die waren nicht einfach. Wir haben auch in den ersten vier Spielen gute Aktionen gehabt. Von der Punktausbeute hätte das auch ein bisschen anders laufen können. Es ist so gekommen, wie es gekommen ist, und dementsprechend war heute die Reaktion extrem gut von den Jungs. Wir haben die letzten zwei Wochen sehr intensiv gearbeitet, haben auch die Fehler aufgearbeitet, haben viel auch in Gesprächen geguckt. Was waren denn die Probleme? Und wir sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass uns in den ersten vier Spielen viele Kleinigkeiten immer wieder mal so ein bisschen das Genick gebrochen haben. Und das war heute viel, viel besser. Gerade dann zum einen in der ersten Halbzeit war die Phase, wo wir uns absetzen können. So wie es gesagt wurde, nach der Halbzeit kann das Spiel auch gut und gerne kippen. Da war so ähnlich wie die letzten Wochen unser Spiel. Und sind dann aber ruhig geblieben und haben uns dann wieder auf das besinnt, wie wir zum einen decken wollten, wie wir im Angriff die Weidner, sei es die 5-1 oder die 6-0-Deckung, auseinanderziehen wollen. Und dementsprechend war da eine viel größere Konstanz und Stabilität drin. Und ja, das gibt wieder so ein Stück weit Sicherheit. Und entsprechend gucken wir, dass wir jetzt die nächsten Wochen weiterhin positiv gestalten. Wir schauen gleich noch, gegen wen ihr demnächst spielt. Aber Marc, ich hatte so den Eindruck, dass so ein bisschen das Vertrauen in die eigenen Aktionen, diese anstatt 90-100% zum Teil in der ersten Halbzeit gefehlt haben. Teilst du das Ganze oder siehst du das anders? Nein, es ist vollkommen richtig gesagt. Es fehlt einfach die Durchsetzungskraft irgendwo und auch das Selbstvertrauen. Kämpferisch kann ich meiner Mannschaft wieder keinen Vorwurf machen, dass wir da 1A von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde gekämpft. Aber gut, das reicht dann am Ende des Tages auch mal nicht. Ne? Wir werden auch jetzt wieder die Fehler aufarbeiten. Das war kein schlechtes Spiel von uns, das war auch kein gutes Spiel von uns. Wir werden in den nächsten zwei Wochen, jetzt haben wir wieder Zeit, das Ganze zu rekapitulieren bis zum nächsten Spiel.
Das werden wir dann die Zeit für uns nutzen, dass wir im nächsten Heimspiel gegen Rheinhausen auch kämpferisch wieder genauso auftreten. Auch den Zusammenhalt, die Mannschaft ist intakt, alles okay. Nur wir müssen halt die Pace, die wir haben im Training, müssen wir einfach im Spiel auch aufs Feld bringen. Und dann bin ich fest der Überzeugung, dass wir die nächsten Spiele auch positiv gestalten können. Nächsten Spiele. Ich habe jetzt im Vorfeld mitbekommen, dass Rheinhausen in Remscheid gewonnen hat. Ich war persönlich überrascht. Wen habt ihr denn jetzt nächste Woche oder in zwei Wochen? Wie geht's weiter? Wir haben jetzt nächste Woche Sonntag unser Nachholspiel gegen Dienstlaken zu Hause, was ja eigentlich am ersten Spieltag stattgefunden hätte. Das ist jetzt, wie gesagt, nächste Woche. Ähnliche Ausgangslage wie heute. Das ist auf jeden Fall für uns ein Muss-Spiel, dass wir da die nächsten zwei Punkte einfahren, um einfach noch mehr Ruhe reinzukriegen, und dementsprechend werden wir uns da vernünftig drauf vorbereiten. Dann haben wir, glaube ich, wieder ein Wochenende spielfrei. Also von daher scheiße, ohne Rhythmus, ne? Ja gut, aber um die Herbstzeit ist das immer so mit den Herbstferien. Das war jetzt die letzten Jahre immer klar. Dieses Jahr dadurch, dass es eine 15er Staffel ursprünglich war, kommt natürlich noch ein Wochenende vermehrt dazu. Aber gut, wir sind ja froh, dass wir wieder spielen können. Ja, und genau. Dass die Zeit, so wie es jetzt die letzten zwei Jahre war, hoffentlich ad acta gelegt ist. Und von daher, wir nehmen es, wie es kommt. Nochmal herzlichen Glückwunsch nach Bonn. Ich frage gerade noch den Marc. Wir haben jetzt eine Woche wieder spielfrei und dann kommt Rheinhausen. Dann geht die Frage an dich. Rheinhausen gewinnt in Remscheid. Also sicherlich keine leichte Partie, ne? Nee, überrascht bin ich nur so halb, weil in der Liga ist wirklich vieles möglich. Jede Woche sind irgendwie ein, zwei Überraschungen dabei und jetzt war Rheinhausen in Remscheid so eine Überraschung. Rheinhausen mit auch wieder ein dickes Brett, was zu bohren ist. Und wir werden aber alles dafür tun, dass wir endlich mal einen Heimsieg feiern können. Wir haben jetzt drei Heimspiele gehabt, nur einen Heimsieg feiern können. Und wir wollen natürlich, dass das Ganze wieder in unsere Richtung kippt. Und das werden wir, wie jetzt heute auch gegen Rheinhausen wieder versuchen. Mit allem, was mir möglich steht. Ja, perfekt. Liebe Handballfreunde, ihr seht, gleiches Auftaktprogramm und jetzt stehen beide mit 2-8 Punkten da und wie Marc gerade sagte, jeder kann jeden irgendwo schlagen. Ihr wart auch knapp dran, ihr hättet die Spiele nicht verlieren brauchen, Frank, und das sehen wir mal weiter, wie es weitergeht in der Hölle West. Ich bedanke mich bei euch beiden, sportlich faires Spiel und ich denke mal, das ist wichtig, nach dem Spiel immer Shake Hands und dazu sind wir Handballer. Macht's gut und wir sehen uns wieder. Danke dir nochmal, Frank, danke Marc, toi, toi, toi.